Cracker Infoshow jeden Dienstag 20 Uhr auf www.cracker.info. Wieder Keks auf Englisch. Heute mit BC Magic über verschiedene Themen. Hallo BC Magic. Hallo Valentin, hallo Zuhörer. Wir werden uns heute ganz locker unterhalten und zwar über Illuminati, Weltregierung, Weltwährung, Weltreligion, ewiges Leben, Gott, Teufel, Satan, Johannes-Offenbarung, Antichrist, 666, Deutsches Kaiserreich und Magie. Das Material wird gespeichert auf cracker.info/sites/magic. Ich wiederhole, cracker.info/sites/magic auf Englisch. Okay, also ich möchte dich erstmal begrüßen. BC Magic, wir haben uns schon öfter unterhalten. Möchtest du zu deiner Person noch was sagen? Denn du hast ja einen schwierigen Weg hinter dir, wie ich auch. Und du möchtest auch etwas verändern. Oder was ist deine Triebfeder, heute hier zu sein? Ja, danke für die Einführung, Valentin. Stimmt, ich habe auch einen langen und schwierigen Weg. Und ich freue mich, ja, hier zu sein, einiges zu besprechen. Nun, zu meiner Person muss ich klarstellen, dass ich eigentlich nicht im deutschen Raum geboren bin, sondern im Ostblock, komme ursprünglich aus Rumänien, lebe allerdings seit über 23 Jahren in Österreich, wo ich mich wirklich sehr zu Hause fühle. Hallo, du bist nicht mehr zu hören. BC Magic, bist du noch da? Hallo. Hallo, ich begrüße noch einen neuen Gast. Das ist Forex. Möchtest du was sagen? Wenn nicht, dann einfach nichts sagen. Servus. Und alles Roger mit dir? Ich glaube, BC Magic hat Probleme mit der Verbindung. Du, alles im grünen Bereich, Walle. Ja, dachte, schau mal vorbei, dass du heute Sendung hast. Ja, super. Ich danke dir, dass du was gesagt hast. BC Magic ist wieder beigetreten. BC Magic, kannst du jetzt weitersprechen? Gut, jetzt habe ich leider keine Ahnung, wo ich eigentlich nicht mehr zu hören war. Dass du nach zig Jahren praktisch glücklich bist in Österreich. Ja, und weiteres werden natürlich freigegeben während des Gesprächs des Abends. Genau. Forex, ich möchte dir jetzt erstmal danken, dass du eingesprungen bist in der kurzen Sendepause. Und ich hoffe, dass du gut zu Hause angekommen bist. Bist du das? Ja, selbstverständlich, Walle. Okay, dann gehen wir jetzt weiter im Skript. Und ich möchte mich mit dir unterhalten zuallererst über Illuminati. BC Magic, was denkst du, birgt Illuminati, dieser Name, etwas Positives, etwas Negatives? Was verbindest du mit dem Wort Illuminati? Nun, das Wort Illuminati können wir allerdings in verschiedene Richtungen argumentieren. Nehme ich an, du spielst es auf unsere Zeiten, die eigentlich unter die Geheimgesellschaft bekannt sind. Wenn ja, dann würde ich sagen, das ist schon die Name an sich fraglich, denn Geheimgesellschaften ist für mich auch mit Fragezeichen zu betrachten, denn ja, wozu geheimnisvoll sein? Ja, es gibt ja zwei Illuminati, ne? Einmal übernatürliche Menschen, die in die Zukunft schauen können und die Zeitreisen betreten, also die Zeitreisen machen können. Das sind mal die einen echten Illuminati. Und dann gibt's die Eingeweihten. Das sind die anderen, die organisierten Illuminati. Die meinst du? Das ist die Geheimgesellschaft. Und die ist natürlich, ja,
mit Zweifeln behaftet, ne? Weil denkst du, dass der Zweck die Mittel heiligt? Oder findest du auch, dass man ein bisschen Moral braucht in dieser Welt, um granitfeste Entscheidungen durchführen zu können? Ja, Valentin, selbstverständlich. Moral ist das Wichtigste, was wir haben sollten und natürlich auch anwenden. Und zwar im positiven Sinne, eigentlich nur im guten Sinne. Und was du gemeint hast, dass zweimal Illuminati geben sollte, da ist jetzt schon für mich jetzt wiederum die Frage, warum schon zwei? Ja? Und wer hat denen überhaupt Illuminati genannt? Na, das war der Adam Weishaupt, 1776. Der hat sich einfach Illuminati, also bayerische Illuminati genannt und hat ganz viele Politiker, Beamte und Künstler in seinen Orden aufgenommen, obwohl die von der körperlichen Beschaffenheit keine Übermenschen waren. Ja, grundsätzlich ist mehr oder weniger egal, wer überhaupt die Namen gegeben haben. Grundsätzlich können wir uns vorstellen, dass, sagen wir mal, selbst wenn wir hier irgendwas in der Richtung gründen werden, wollen wir angesehen eben als höhere Wesen, auch wenn wir nur Menschen sind. Und dann könnten wir uns, unter diese Bezeichnungen miteinander arrangieren, dass wir mit ein beziehungsweise zwei Wörter herausnehmen aus der Masse, wo irgendwie gleich Götter stellen könnten dadurch, dass wir zum Beispiel Illuminati nennen würden. Ja, denn der Name Illuminaten sagt von dem Wort hier etwas Höheres, etwas Wissenden, möglicherweise Allwissenden, und das könnte auch gefährlich sein. Aber darf man jetzt nicht vergessen, dass diese Geheim an sich ist schon gefährlich genug für die Menschen. Denn wenn ich eine Geheim habe und der anderen nicht berichten möchte, dann führe ich was im Schilde und das kann nicht wirklich in Ordnung sein. Ja, du hast ja recht. Aber ich gebe dir zu bedenken, dass wir 7 Milliarden Menschen sind. Du kannst nicht alles hinausposaunen, was du tust, ne? Ja, da stimme ich einigermaßen zu. Wir sind sehr viele Menschen auf der Erde, wo man, ja, bedenklich, wie können wir die Menschen so dermaßen einspielen, dass sie wirklich harmonisch miteinander leben. Bis jetzt kennen wir nur eine Beherrschung von irgendeiner Seite, ob jetzt Illuminati heißen oder Könige oder Präsidenten, das spielt im Grunde keine Rolle. Dieser Schwierigkeitsgrad ist präsent, da sind wir irgendwie wahrscheinlich überfragt. Und dadurch, würde ich sagen, stecken wir so in eine Art Zweckmühle, ja. Trotz alledem dürfen wir uns unsere Individualität dennoch nicht abgeben. Okay, du hast die Kristallkinder angesprochen. Möchtest du zu den Kristallkindern etwas sagen? Ja, wiederum Kristallkinder ist wiederum nur eine Bezeichnung dafür, damit wir Menschen irgendwie einen verständnisvolle Unterhaltungssatz finden können, damit wir zurechtfinden, welche Richtung wir sprechen. Und vor einiger Zeit würde ich auch nicht, ich hätte es auch nicht geglaubt, dass wirklich sowas gibt. Allerdings, wenn es soweit ist, dass man selber konfrontiert damit, dann man ändert seine Meinung total. Ich selbst habe auch einen solches Kind kennengelernt und es ist wirklich erstaunlich, was diese Kinder können. Du meinst, jetzt ist eine neue Zeit, die Kinder werden wieder mehr Fähigkeiten haben und uns, der Menschheit, zur Güte gereichen. Ja, das ist allerdings auch nicht so leicht zu
festzulegen. Ja, das ist, es gibt verschiedene Regionen, verschiedene Kristallkinder, die ursprünglich von Indigo-Kinder gesprochen wurde, wo man nicht wirklich genau sagen kann, ob sie jetzt wirklich richtig aktiv werden können oder nicht. Allerdings, sie sind wirklich hier mit einem unglaubliches Wissen, die ja unsere Vorstellungskraft eigentlich übersteigt, weil die Menschen haben sie sich damit nie wirklich befasst damit, ja. Und dieses Wissen könnte eines Tages wirklich der Menschheit zugutekommen, ja. Okay, dann gehen wir weiter im Skript. Glaubst du an Gott, Beats Magic? Wenn du meinst, der Gott, der Schöpfer, die die Menschheit und die Erde und den Himmel gemacht hat, damit ich auch keine Verwirrung in den Aussage habe, auch durch seinen Sohn Jesus Christus, dann ja, glaube ich. Okay, also du glaubst an eine Schöpfung. Das heißt, die Engel sind Realität und wir Menschen sind wie eine Erfindung des Geistes. Ja, allerdings Erfindung des Geistes denke ich nicht, sondern das ist eine bewusste Schöpfung. Ja, okay. Ja, gut, das ist eine andere Bezeichnung dafür, ne? Ja, wenn du an einen Gott glaubst, glaubst du, dass ein Mensch über allen anderen Menschen steht in dieser Welt? Mit einem Wort, nein. Okay, alles klar. Haben wir das abgehakt? Nächstes Thema im Skript ist Weltregierung. Was hältst du von einer Weltregierung, die Gutes für die Menschen bewirkt, damit es keine Kriege mehr gibt? Nun ja, das ist natürlich eine gute und eine schwierige Frage zugleich, die man nicht wirklich in ein paar Minuten erklären bzw. lösen kann. Von der aktuellen Wissen kann ich nur sagen, dass es der Menschheit nicht wirklich gut tut. Und wenn man jetzt ein Beispiel geben kann, sagen wir mal, irgendjemand fängt eine Firma aufzubauen. Ja, ursprünglich kennen wir die Aussagen, ja, meine Ur-Ur-Großopa hat es angefangen damit und es wurde von Generation zu Generation weitergegeben und der Wachstum ist ziemlich gut gewesen. Und man wird zum Konzern, man wird immer größer und größer. So, sagen wir mal, eines Tages wird die Welt diese Familie gehören, weil er angeblich brav war, sagen wir mal so. Er war sehr fleißig und er hat sich seine Firma so aufgebaut, dass er im Grunde alles abkaufen könnte auf dieser Welt. Und es gehört ihm alles. Nun, die Frage ist, warum tun wir das, beziehungsweise warum hat dieser Mann angefangen, warum hat die Familie das alles so unterstützt und jetzt haben sie es geschafft, gehört ihnen alles und die entscheidende Frage, wofür, um was zu tun und was kommt danach? Da können wir mit der neuen Weltordnung auch in dieses Beispiel vielleicht hineindenken. Ja, das passt ja gut zur neuen Weltordnung. Und zwar soll das werden ein weltweites System, aus dem das entsteht, aus einer Art Weltanschauung, aus einer Art Weltethos. Dieser Weltethos soll auf seinen Schultern tragen eine weltweite Währung, dass alle Währungen dieser Welt vereint sind in einer Korbwährung. Und darüber wachend eine Weltregierung, die demokratisch am besten gewählt, die ganze Welt umfasst in einer Art Weltenrepublik. Ja, nun gut, die Währung ist nichts anderes als eine gewisse Mittel dafür, die Menschen wirklich total abhängig zu machen. Und ich kann mir nicht wirklich gut vorstellen, dass im guten Sinne das ganze Plan im Hintergrund gestaltet worden ist.
Und dadurch muss ich wirklich viele Fragezeichen stellen. Denn wenn ich jemanden beherrschen möchte, dann tue ich genau das, was wir in der Welt in aktuellen Zustand haben, nämlich auf eine Regierung bzw. eine neue Weltordnung, die unter eine bestimmte Beherrschung laufen soll. Und das ist eine Beherrschung eben, ne? Und das kann für die Individualität niemals gut sein. Ja, das ist ja richtig. Da kommen wir noch in der Johannes-Offenbarung drauf, dass das Individuum darunter leidet, aber ein weltweites System errichtet wird heutzutage, das die ganze Welt umspannt. Das heißt, die ganze Welt wird wie ein Land sein. Nun gut, die Problematik bleibt bestehen. Es wird viele Bezeichnungen im Umlauf gebracht und die Menschen dermaßen so verwirrt, dass niemand mehr wissen wird, was ist er, wo gehöre ich hin, welchen Sinn habe ich überhaupt und was soll ich eigentlich noch tun? Und die Gefahr ist wie immer, dass die Abhängigkeit zu Totalitarismus kommt. In der Maße so, dass ja nicht mal mehr im Gedanken, ja, mit den Gedanken spielen kannst, zum Beispiel Freiheit zu wünschen. Ja, das heißt, es kann wirklich sehr gefährlich, dadurch, dass die Technik auch fortgeschritten ist und wird, dass in einen Bereich kommen, die einfach wirklich sehr nah an Satans Gedanken kommt. Okay, gehen wir weiter im Skript. Das heißt hier ewiges Leben. Glaubst du selber an ein ewiges Leben? Nun, das ist auch wieder eine Frage, die gute Frage und sehr schwere Frage zugleich ist. Glaube ich persönlich ja, allerdings das sich vorzustellen als Mensch ist nicht einfach, absolut nicht. Und Erklärungen dafür bringt eine Konversation zwischen den Menschen, die einen Scheidepunkt bringen. Die eine werden sich glauben und die anderen werden sagen, das an größerer Umfang habe ich noch nie gehört. Ich persönlich glaube ich, ja. Ja, da bist du genau wie ich. Also ich glaube auch an die ewige Menschheit, die den Tod überwunden hat und die wacht über die Menschheit, dass da nichts schief geht. Die Johannes-Offenbarung, da ist ja von einem Tier mit 7 Köpfen die Rede. Was denkst du, ist dieses Tier mit 7 Köpfen? Nun ja, die Deutungen sind ein bisschen unverständlich für die Menschen, denn wir dürfen nicht vergessen, die Geschichte der Menschheit ist es so, dass tausende Jahre zurückdenken müssen. Und sagen wir mal so als Beispiel, also wie könnte ein Mensch vor 2000 Jahren ein Laptop sich vorstellen? Beziehungsweise er kann mit dem Namen Laptop überhaupt nicht anzufangen. Ja, er kann überhaupt nichts anfangen damit. Nun, er hat sich, also die visionäre Ansicht, ja, was er bekommen hat, auf Papier gebracht. Allerdings in einer Form, die zu damaliger Zeit als Verständnis für die Masse kommen könnte. Und jetzt haben wir allerdings eine Verwirrung, denn damals war es sehr oft in beispielsweise in Tierwelt als Beispiel zu geben, ja. Und 7 Köpfe kennen wir von den Drachen und so weiter. Wir können auch interpretieren zugleich Drache gleich Satan. Also was es schließlich ganz genau ist, ist wirklich schwer zu deuten. Es könnte die EU sein. Genau, ich denke auch, das wäre die EU mit 10 Königen und 7 Nationen, welche das Weltreich errichten wird, das schon seit Menschengedenken angestrebt wird, unter einem Kaiser eventuell, welcher der Antichrist sein wird. Ja,
Glaubst du denn, wenn du an Gott glaubst, auch an Teufel oder Satan? Nun, ich glaube, die Frage ist nicht ganz richtig. Also, ich glaube an Gott, der Schöpfung, und seinen Sohn Jesus Christus. Aber die Frage lautete, glaubst du an Satan? Nun, ich glaube nicht an Satan, aber ich glaube, dass es ihn gibt. Ja, also ich denke auch, Satan ist der gefallene Engel, der versucht, für die Menschen zu streiten, nicht im Sinne von Gott, aber in seinem Sinne, und dass er der Herr der Welt ist. Nun ja, er ist der Herr der Welt, allerdings die materielle Welt. Darüber hinaus bin ich mehr als sicher, dass er niemals siegen kann. Aber er ist der Herr der Welt und wird toleriert als Engel von Gott. Nein, er wird nicht toleriert. Es ist hochwahrscheinlich, dass die Menschen durch dem eigenes Verhalten überhaupt diese Möglichkeit erlaubt hat. Wir haben wirklich, wirklich wenig Kenntnisse in tiefgründlichem Sinne, dass wir wirklich richtig erklären können. Es ist eine Frage der Glaube, und darüber hinaus merken wir in unserer Welt im Fakten, dass hier absolut alles falsch läuft. Und wenn ich bedenke, mit welcher Macht im Hintergrund gespielt wird, dann muss diese Kraft im Hintergrund agieren. Aber wie gesagt, das ist nicht unendlich, seine Kraft, und es ist nicht auf ewig, sondern es wird seine Endezeit kommen. Ganz, ganz sicher. Okay, alles klar. Was denkst du, ist die neue Weltordnung? Novus Ordo Seclorum oder Kurzform NWO? Ist sie gut oder schlecht? In einfache Wörter ist sehr schlecht. Ah ja, und warum, weißt du ungefähr? Ja, nun, es ist im Grunde immer das Gleiche. Es wiederholt sich im Prinzip immer wieder. Es ist nur in eine neue Form verpackt. In unserer Zeit können wir behaupten, das ist eine modernisierte Form. Und da kommt man immer wieder auf das Gleiche. Es ist eine Beherrschung der Welt unter eine bestimmte Führung, die überhaupt nicht der Menschen gut tun. Also das kann man sich nicht wünschen. Natürlich können wir jetzt viele Argumentationen hineinbringen, warum, deshalb und so weiter. Jeder hat seine Meinungen parat, allerdings schließlich tut uns nicht gut. Und das sollen wir alles als sozusagen als Brüder und Schwester wirklich zur Kenntnis nehmen, dass alle davon betroffen wird, beziehungsweise sind schon, ja. Und für die Zukunft erwarte ich nicht unter dieser Form eine Verbesserung, sondern eher eine Täuschung. Ja, aber jetzt ist ja die neue Weltordnung, wenn es gibt, muss es ja auch eine alte Weltordnung geben. Die alte Weltordnung war der Klerus, das heißt die Kirche, die katholische Kirche, und der Adel, der König, die Könige, die Kaiser. Möchtest du die alte Weltordnung bevorzugen? Nun muss ich sagen, absolut nicht. Also bist du dann doch für eine neue, geartete Demokratie, in der der Mensch sich vielleicht freier entwickeln kann, aber außerhalb vom System Babylon? Auf jeden Fall. Allerdings, Demokratie ist wieder mit Fragezeichen zu beschreiben, denn ich denke nicht, dass wir überhaupt jemals Demokratie, wahre Demokratie gehabt haben und in Zukunft auch nicht haben werden. Also das denke ich, wir müssen von den alten Denkmuster überhaupt wegkommen, wenn wir wirklich harmonisch in Zukunft leben wollen. Was wir gehabt haben, haben wir gehabt.
Es wurde genug Versuche gestartet und gescheitert. Ich nehme an, dass die anderen Mitmenschen werden es auch vielleicht gleiche Meinung sein, um zu sagen, wir müssen wirklich dieses Mal was Neues schaffen, aber nicht in einem Führungsart der Täuschung, dass wir in Zukunft ein bestimmtes System wieder einmal irgendeinen Namen erfinden oder irgendwas in der Richtung, die einfach die alte Macht einfach nur in der neue Macht einbindet. Ja? Entweder wir machen wirklich was Neues, was die Individuum innerhalb des Ganzen unbedingt zu betrachten ist, oder wir haben ein wirkliches Problem. Okay. Lauter Johannes-Offenbarung soll ja ein Antichrist auftreten mit der 666 als Malzeichen. Sein Name wird Symbol sein, auch die 666. Was denkst du, ist das für ein Typ? Und die griechische Übersetzung für ihn lautet anstelle Christus. Also er wird anstelle von Christus auftreten als König der Welt. Und wer denkst du, wird das sein und wo wird er herkommen? Also wer das sein wird, ist wirklich schwer zu sagen. Also bis es wirklich nicht offenbart hat, bis es nicht wirklich da ist offiziell, ja, da können wir allerdings nur spekulieren. Dass es ihm geben wird, ist ziemlich sicher. Ist wirklich eigentlich sogar mehr als sicher. Allerdings, ich denke, er ist der letzte Verführung des Menschheits sein, weil er sollte mit einer unglaublichen Macht ausgestattet sein. Dann wird er viele Demonstrationen vielleicht den Menschen vorführen, damit die Menschen beeindrucken können und auf seinen Bann ziehen. Auf jeden Fall. Also ein charismatischer, sympathischer Mensch, der die Menschen auf sich vereinen wird und anstelle von Christus die Menschen verführt. Ja, so in etwa, ja. Okay. Was hältst du, BC Magic, von einem deutschen Kaiserreich, dass wir wieder einen deutschen Kaiser erhalten? Nun, ich halte es nicht wirklich für relevant, denn wie ich schon vorher ein wenig erklärt habe, das gab es schon bereits. Beziehungsweise, wenn ein deutsches Kaiserreich gegründet wird, dann wird möglicherweise auch in Russland, vielleicht Frankreich, England haben sie schon, vielleicht werden sie auch ein anderes bekommen, ein modernisiertes. Oder die alte, total, die alte. Nun, dann haben wir wieder mehrere Kaiserreiche, die irgendwann einmal im Wettbewerb stehen werden. Und im Grunde wird uns Menschen ja zu nichts nützen. Okay, ich bedanke mich bei dir. Und nun noch die abschließende Frage. Was denkst du über Magie? Gibt es Magie im weitesten Sinne? Also ich selbst habe öfters schon Heilungen erlebt, die Magier durchführen konnten. Ich glaube an Magie. Glaubst du auch an Magie? Nun denke ich, dass die Frage anders formuliert werden sollte, denn ich glaube nicht an Magie. Ich glaube, dass sie gibt, aber sie wird mit ziemlicher Sicherheit einen sehr großen Prozentsatz Zahl nicht von der guten Seite benutzt, sondern eher von der satanischen Seite. Also es wird auch immer wieder Wunder vollbracht, allerdings ist immer in Verbindung mit einem Verführung. Okay, Beats Magic, heute war es kurz und knapp. Ich würde sagen, wir brechen jetzt die Aufnahme ab. Ich habe alle meine Fragen beantwortet. Ich bedanke mich, dass du heute hier warst. Möchtest du noch kurz was sagen? Nein, im Moment würde ich auch so stehen lassen. Falls wir noch Zeit haben werden in unserem Leben, werden wir auch andere Stunden dafür finden, noch genauer zu klären, was wir zu klären haben. Und vielen Dank hiermit. Das war die Cracker Infoshow
Gehabt euch wohl, bis nächste Woche. Tschüss.